Moin Moin Pyros und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Jetzt werden wir mal eine richtig schöne Tour starten. Das wird nachher in Zusammenschnitten, Compilations und Einzelvideos rausgehauen werden für euch. Schaut euch das an. Richtig lecker aufgebaut. Da freue ich mich richtig schön drauf. Das ist die Location hier. Und dann wird es hier richtig abgehen. Hier ist super Sound. Also ihr könnt euch wirklich auf die nächsten Videos freuen. Und jetzt stelle ich es noch mal ein bisschen vor. Gucken wir mal hier. Das ist hauptsächlich alles für den Tag gedacht. Salut-Shells. Charm Salut Thunder Kings. Das ist alles für den Tag. Und nachher machen wir noch eine Tour für den Abend. Aber das habe ich jetzt noch nicht rausgeschleppt hier. So, Startrate, Vogelscheck-Rakete. Herrliches Zeug. Viper, Salut Rockets. Cobra 8, die Blasio Helio. Und wenn ihr mal einen richtig guten Energy-Drink wollt, da fahrt mal zu Vikov nach Ossinodolny. Da gibt's den. Der knallt ordentlich. Noch mal so nebenbei. Like. So. Salut Shells. Vierer. Fünfer. Richtig schöne Zylinder. Big Nuts. Auch richtig powerful. Cobra 1. Atomic 5. Cobra 7. Ich gehe jetzt mal nicht sehr, sehr viel drauf ein. Ihr seht es ja selber. Atomic 7. Cobra 8. Zylinderbombe von Bergholz. Der Loverana ist 100 Grammer. Scheppern richtig. Kleinzeugs. Schauen wir mal. Ach, das sind diese. Die schnell, sehr, sehr schnell losgehen. Ja. Schauen wir mal, ob wir die machen oder nicht. So. Weiter geht's. Noch eine kleine. 2 Inch. Auch Salut. Passende Mörser haben wir dazu. Einen ordentlichen Spaten. Jeder Pyro sollte einen ordentlichen Spaten dabei haben. So, gucken wir hier nochmal rein. Böllern aus der Restetüte. Wird richtig saftig werden. Funke-Produkte. Häuser Robots. Alles Mögliche gemischt. Hier noch ein paar Dumbum. Anderes Kleinzeug. Der Loverana. Und Classic. Natürlich Nachmache. So, ein Kram hier. Ja, schauen wir alles nachher. So, und hier vorne haben wir Schmankerl. Viper, Titan im Salut, 75 mm. Auf die bin ich richtig gespannt. Cobra 10 Ultimate, Scream Mega Bomb, Hellboy, Giant Maroon. Ach, guck mal, Vikov, ein Energy Drink. Der knallt. Like dafür. So, kleiner Scherz. Ja, Crazy Frogs, Big Boys. Original der Loveranas, Scream 5, Chipolla mit 5 Vorbrenner, Stick Grenade, das ist so eine kleine Paintball-Granate, jo, Retourno 100 und hier haben wir eine richtig schöne Triplex Titanium Salut Batterie. Die wird schräg geschossen. Mal schauen, ob wir die hier auch machen oder nicht. So, das war der kleine Überblick. Dann sehen wir uns gleich im Video. Also, jetzt schon mal Like dafür, wenn euch das gefällt. Scream 5, die Poller-Nachbau. Einfach göttlich. So, Chipolla 100 Gramm BKS. Einer meiner absoluten Favoriten. Wahnsinn. Werft die mal ruhig nicht so in den Nebel rein. Was haben wir hier? Eine Blitzknallshell von JGWB. Das sind wie viel Millimeter? Das müssten die 65er sein. 55. Ne? 55. Ah, nicht in den Nebel. Ja, wohin sonst? Achtung! Hier gibt es nur noch Nebel. So, was haben wir hier Schönes? Little Joe, Titanium Salut, Wolf Crackling. Ich glaube, das ist auch die Crackling Charge. Lass die mal hier so rüber. Nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Man hat den Druck spüren.
Geil. Richtig nice. So, Blitzknallschell. 80 mm. Titanium-Weiß. 160 Gramm. GWB. Wow. So entsteht Nebel. Ihr könnt da was lernen. Und nicht vergessen, auf keinen Fall nachmachen. Hellboy 200 Gramm BKS. Einer der stärksten Polenböller überhaupt. Das gibt's nur hier. So, Gigaboy, 125 Gramm. Jetzt ist mein Brenner erstmal ein bisschen verrost. Gleich ein Ersatzbrenner. Nebel des Grauens hier. Scream. Megabomb. Wollen wir den hinstellen? Nö. Nein? Okay, dann werfen wir ihn. Oldschool. Guck dir trotzdem näher an. Hier fliegende Fetzen. So, Profi, Kenshot, Big Boy. Das müssen auch 125 Gramm sein. Alter Schwede. Was haben wir hier? Super Bra 20. Super Bra 20. Schöne Grüße an DWE. Aha, mehr oder weniger verpufft. Aber trotzdem noch gut geknallt. Was hinstellen? Jo, den stellen wir hin. Das ist der letzte, ne? Nee, vorletzte. Giant Maroon. Nagelneuer Böller. Was ein Böller, das ist ultimativ. So, und ganz zum Schluss noch der Schmankerle. Blitzknallschell, 100 mm JGWB. Like das Video jetzt schon mal, wenn es euch gefallen hat, Pyros. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Schaut euch das an. Hier nebelt es einfach nur noch. So entsteht Nebel. Hier könnt ihr was lernen. Und macht das auf keinen Fall nach. Links oben für Dana Salut. Bit Tiger to T-Salut. Wunderschöne Salut-Batterie. Titanium-Salut. Und jetzt Feuer. Doppelt gezündet. Hält am besten. Ein bisschen Nitro reingekippt. Ja, das war nicht schlecht. Ich würde sagen, die haben ein bisschen beschleunigt. Stopp, nicht so nah rangehen. Alles angegangen. Macht das aber bitte nicht nach.
5 Inch Titanium Salut Zylinderbombe. Das wird saftig. Anzünden werden wir sie wieder mit dem schönen Teneriffa Brenner. Kann ich nur empfehlen. 5 Euro rockt richtig. Immer Kopf weg vom Mörser und dann geht's los. Also und weg. Hört euch diesen wahnsinnigen Sound an. Die explodieren am Boden und gehen dann in die Luft. Schauen wir mal, wie die dritte Batterie. Genau, schauen wir mal, wie das so wirkt. Ist klar, dann machen sie einzeln, ich meine, es sind verschiedene Effekte. Richtig schön mit Crackling. Das hat gut funktioniert. Also Abschlöcher hier. Oh, alle weg. Ja, und jetzt den anderen. So. Alles klar. Dann gehen wir mal zur Seite. Die haben mal richtig Dampf. El Titanio. Sieht richtig schön aus. Seine Neuheit. Und jetzt zünden wir es an. Silvertail to Titanium Salut. Doppelt. Doppelt geht nicht. Keine Zünd- Doch, ist noch Zündschnur. Aber das ist eine kurze. Okay. Okay. Eins, zwei und Feuer. Weg. Die Hälfte war nicht angegangen, die haben wir jetzt nachgezündet. Wirklich eine richtig schöne Salutbatterie. Weiterer Schadenstest und Experiment. Auch hier gilt auf keinen Fall nachmachen. Zehner Salut, El Titanio der kleine und der große Bock. Versus Hellboy 200. Richtig schönes Design. Und jetzt geht's los. Nicht nachmachen. Der Knall wurde stark vermindert, da es in der Kuhle war. Jetzt schauen wir mal, wie der Schadenstest vonstatten gegangen ist und was noch von übrig ist. Wie erwartet, einfach nichts. Macht es auf keinen Fall nach, das ist ein Aufklärungsvideo. Und liked es, wenn euch solche Videos gefallen, dass man mal zeigt, wie hart diese Böller wirklich sind. Das ist unglaublich. Heute mit Zylinder und Kugelbomben am Boden. JGWB, ihr müsst dort Triplex haben. Und so ein No-Name. Und jetzt geht's mal ab. JGWB am Boden. Macht das auf keinen Fall nach. Bisschen nach links. Na? Nicht so weit. Okay. Sollst du nah werfen. Das war schon nicht schlecht. Gleich schauen wir uns einen Krater an. Jetzt die 3 Inch Kugel.
war schon eine andere Hausnummer. Die Vierermurmel. Nicht in dasselbe Loch eigentlich. Okay, schauen wir gleich mal. Junge, das erinnert mich an den Atomaros. Richtige Wolke. Und die Vierer. Zylinderschell. Und jetzt gehen wir uns mal anschauen, was die Krater machen. Schauen wir mal, ob wir die alle so finden. Hier ist der erste, das müsste die Dreiermurmel gewesen sein. Hier ist die 2 oder 2,5, was wir gerade hatten. Junge, was geht ab? Viper Rocket, Classic. Und auf die bin ich wirklich richtig gespannt. Die schießen wir vierfach, 2-2. Und weg. Eine ist gnadenlos runtergekommen. Da hinten ist er. Das sind gute 100 Meter. 4 Inch Big Nut Titanium Salut. Schön Brenner. Und los geht's. Wahnsinns-Sound. Besser als beim Gewitter. Titanium Salut, Großvollwerksbatterie von Triplex. Schräg geschossen. Normal steht sie noch viel schräger, aber wir wollen diesen Effekt etwas anders für uns nutzen. Und dann geht's mal los. Ja, so sollte es normal nicht sein. Okay, das war die dann fürs Wasser. Uns wurde gesagt, die wäre für die Luft. Also, immer gut nachdenken beim Kauf und nochmal genau hinschauen. Auch wenn es draufsteht für die Luft. Bopra 8 und Tuono Classic versus die ausgebrannte Batterie. Schadenstest, der beweist bzw. bezeugt, wie heftig diese Böller sind. Drum macht es auf keinen Fall nach. So, und jetzt geht's los. Und weg. Ein Wahnsinnsknall. Wirklich der Hammer. Bleib mal aus dem Bild bitte. Eine absolute Wolke. Und der Keg ist einfach komplett weg. Das zeigt die absolute Zerstörungskraft dieser Böller. Schaut euch das an. Nicht nachmachen. Teilen, liken, kommentieren. Heute mit der Viper 16 Schuss. Titanium Salut. 75 mm. Das wird der absolute Burner. Und die werden wir doppelt zünden, sonst wird sie nämlich zu langsam. So, und jetzt geht's mal los. Und vorher werden wir den anzünden mit dem Teneriffa Brenner. Haha.
euch diesen Nachhall an. Die Location ist der absolute Burner. Da dampft und regnet. Also wenn ihr hier kein Like setzt, dann seid ihr selber schuld, Freunde. Scheint mal wohnen, versus Waldpaket. Macht das auf keinen Fall nach. Hier sind alle in Sicherheit. Keiner kann was abbekommen. Und los geht's. Sprengtest bestanden. Hup, hup. Jetzt schauen wir mal, was von übrig geblieben ist. Daran sieht man, welche Wucht diese Riesenböller haben. Selbstverständlich werden wir hier gleich alles aufräumen. Und jetzt schauen wir uns erstmal den Schaden an. Er ist einfach komplett weg. Deswegen ist es nicht zu spaßen mit diesen Geräten. Dieses Video dient der Wissenschaft. Liked es und verbreitet es, um zu sehen, welche Wucht diese Böller anrichten können. Und das ist wirklich der Hammer. Ohne Spaß. Am Ende der Natur, selbstverständlich, unseren ganzen Müll aufgeräumt, eingesammelt, sauber gemacht. So gehört sich das für einen richtigen Pyro. Und jetzt geht's zur Nachtzündung. Sehen uns im nächsten Video. Like!